Hi Leute, heute gibt es wieder ein super Checkexperiment für euch und ich bin deshalb mit meinem Checkexperimentiertisch auf dem Weg zu einer Indoor-Erlebnishalle in München. Hier treffe ich gleich Elias, mein heutiger Herausforderer. Super krasser Slackliner, der balanciert nicht nur auf diesem Band, der macht Sprünge, Saltos und so weiter. Und mit balancierenden Slackline hat wohl auch irgendwie das heutige Checkexperiment zu tun. Ich bin mal gespannt. Eine Slackline ist ein breites, super stabiles und trotzdem elastisches Band. Wer lange übt, schafft damit solche krassen Sprünge. Elias ist gerade mal 16 und schon absoluter Profi. Hey. Guten Tag. Alles klar? Logisch. Cooler Wagen. Ja, auch. Nimmst du das Bein? Einmal aufbauen. Ich nehm das Bein. Und rum auf eins, zwei, drei. Megaform. Hüpfen. Und sicher. So, und du bist so ein richtig krasser Slackliner irgendwie, ne? Ich bin Slackliner, ja. Zeig mal was. Spinnst du? Das darfst du nachmachen. Nee, das kann ich nicht nachmachen. Ich kann ja nicht mehr drauf laufen. Ja, pass auf, ich helfe dir am Anfang ein bisschen. So. Ach du Gottes Willen. Ja, wie? Ja, wie? Ja, lauf wie? Halt drauf. Warte mal, ich halte mich mal so fest. Eins, zwei, drei. So, schaffst du's? Nee. So, und jetzt soll ich Schritte machen, oder was? Ja, lauf. Ich kann's halt vergessen. Boah, das ist so wackelig. Krass. Ja, aber ohne Hand jetzt. Jetzt ohne Hand. Halbe Drehung. Boah. Krass, krass, krass. Was machst du auf der Line? Du bist gerade schon so rumgehüpft. Ja, das ist jetzt eine Trickline. Darauf springt man halt eher, so wie ich gerade. Aha. Dann gibt's noch Longlines. Das ist eigentlich eine Slackline, die über 40 Meter lang ist. Die ist dann länger gespannt. Und noch wackeliger wahrscheinlich? Ja, weil es viel mehr schwingt. Ja. Und dann gibt's noch die ganz krassen Dinge. Das sind die Highlines. Die spannt man von Gipfel zu Gipfel und läuft dann darüber. Was denn, im Gebirge oder was? Im Gebirge, ja. Und unter dir geht's dann hunderte Meter runter. Ja. Hast du sowas schon mal gemacht? Sowas habe ich schon mal gemacht, ja. Du bist ein krasser ziemlich Typ. Krass, ja. Aber meine Aufgabe heute ist, eine Slackline lang zu laufen. Ja, deine Aufgabe ist, eine Slackline zu laufen. Aber die musst du dir vorher selber bauen. So ein Ding soll ich mir selber bauen? Ja, so ein Ding. Was ist denn das überhaupt für ein Material? So Kunststoff, oder? So Nylonfasern so oder Nylon was? Nylon ist das, ja. Aber du baust es ja nicht aus Nylon. Sondern? Aus dem hier. Aus Klopapier. Das ist Klopapier, das ja. Das ist Klopapier. Und daraus sollst du so eine Slackline bauen. Das ist halt einfach, das geht nicht. Das reißt, das ist dünnlagiges Papier. Kannst nicht erwarten, dass ich aus so einem Material sowas baue, mich dann noch draufstelle und es nicht kaputt reißt. Das genau, geht einfach nicht. Genau das ist meine Aufgabe für dich. Knall. Na dann mal sehen, wo ich meine Slackline aus Klopapier spannen soll. Hier oder was? Hier, ja. Da spannst du deine Slackline. Von da hier soll nach die da rein, drüben. Ja, genau. Also erstens mal, das geht hier locker 5 Meter runter, ne? Ja. Und das sind mindestens auch 3,5 Meter. Ja. Das Ding wird reißen. Wird's nicht. Natürlich reißt es, das ist aus Klopapier. Und was ist das hier für eine Konstruktion? Das hier ist deine Sicherung, falls sie doch reißen würde. Ja, okay, was darf ich mir denn besorgen, um das Ding auszuprobieren? Ja, rate mal. Klopapier und? Klopapier. Sonst nichts? Sonst nichts. Nur Klopapier? Nur Klopapier. Klopapier. Naja, gut. Wenigstens weiß ich, wo es das gibt. Auf dem Klo. Hier, ja, wunderbar. Ganz normale schnöde Rolle Klopapier. Genau. Die können wir jetzt ja eigentlich mal direkt irgendwo hier so spannen. Ja. Nimm doch du mal das eine Ende. So, hier wieder den Stein. Leg den mal drauf. So, und das ist jetzt einfach eine Line aus Klopapier, ne? Ganz normal. Ja. Genau. Und ganz normal ist auch, dass Klopapier verdammt schnell reißt. Und es geht sofort kaputt. Hier sind überall so Sollbruchstellen im Klopapier. Natürlich reißt das ganz wunderbar einfach. Und wenn ich einfach so diese Line hier hinzaubere, so wie du das vorstellst da oben, ja, dann wird es nicht funktionieren. Wie auch. Ich sag's doch, Klopapier reißt halt viel zu leicht. Einfacher Beweis mit einem Zollstock. Okay, dazu dann noch ein Karabiner. Krass, hält immer noch. Also noch ein Karabiner drauf. Das hält ja immer noch. Also. Krass. Aber ey, es ist. Nee, und da ist weg. Ja. Niemand hat's berührt. Okay, also was wiegt das hier zusammen? Nicht mal ein Kilo. Also ein paar hundert Gramm. Ja. Ich wiege ein bisschen mehr als 60 Kilo. Aber meine 60 Kilo hält das Klopapier doch niemals. Ich meine, was man natürlich versuchen kann, ist einfach die Bahn doppelt zu legen. Weil
doppelt so viel Papier hält vielleicht auch doppelt so viel Gewicht. Wir legen jetzt einfach mal, keine Ahnung, 10 Bahnen übereinander. 10 Bahnen. Und gucken, was das aushält. Vielleicht ist das ja schon die Lösung. Viel hilft viel. Also sollten viele Bahnen Klopapier viel Gewicht tragen. So, und jetzt legen wir was Schweres drauf. Vielleicht hier so meinen Hammer. Der ist schon schwerer. Der ist schwerer. Mal schauen, ob es hält. Achtung. Das geht noch? Das hält schon mal. So sehr biegt sich noch gar nicht durch. So, dann würde ich sagen, legen wir jetzt mal was richtig Schweres dazu. Oh, der schaut schwer aus. Ist er auch. Aber krass, der hält das echt hält immer noch. Ich raste aus. Wahnsinn. Eine Rolle. Jetzt legt man noch was Schweres drauf. Mein Helm. Unfassbar, was das Klopapier alles aushält. Aber dann ist es doch das eine Kilo zu viel. Klopapier ist dafür gemacht, dass es durchreißt. Ja, und du musst mir das Gegenteil beweisen. Okay, eine Idee habe ich noch. Ich lege noch mal 10 Lagen Klopapier übereinander, aber dann umwickle ich das Ganze mit noch mehr Klopapier. Weil so stabilisiere ich zusätzlich. Ja. Wird auch schon mehr zu so einer Slackline, ne, vom Aussehen. So, sehen wir. Jetzt hier, zack. Schaut auf jeden Fall stabiler aus, finde ich. Auf jeden Fall, finde ich auch. Ich setze mich aber mal trotzdem noch nicht direkt selbst drauf. Wäre keine gute Idee. Testen noch mal, vielleicht diesmal mit so einem Stein. Ich hab sie weg. Bereit? Meinst du, es hält? Ich weiß nicht, der Stein wiegt halt schon was. 1, 2, 3. Nee, keine Chance. Meine tolle Taktik hier mit irgendwie drumwickeln. Klappt wohl nicht so ganz, ne? Klappt nicht so ganz. Tja, ich gebe dir jetzt einen Tipp. Schau mal, du hast doch da bestimmt in deinem Wagen da unten irgendwo so ein Seil oder so. Hier habe ich ein Seil. Genau. Ja. Schau mal, was das Seil gemacht ist. Keine Ahnung, aus so Fasern irgendwie. Weiß ja, nicht, was ganz das viele ist. Fasern, oder? Ja, aber Alter, das ist halt eine Schnur und keine Slackline, auf der man laufen kann. Da glaubst du, die Slackline schaut so viel anders aus? Ja, schon irgendwie. Ja, komm mal mit. Schau dir das mal an. Ja, krass. Besteht aus wirklich richtig, richtig vielen kleinen Mini-Fäden. Alle zu einem gemacht. Genau, und wenn ich hier einen nehme, der reißt ja super leicht einfach ab. Genauso wie dein Klopapier. Genau, und weil aber schon kaum sind es ein bisschen mehr, Entschuldigung, wenn ich das hier kaputt mache, aber reißt es viel schwieriger. Ja. Also das muss das Rezept sein, damit das Klopapier mich hält. Ja. Reicht es nicht einfach nur mehrere Ebenen aufeinander zu legen, sondern die müssen eigentlich letzten Endes aussehen wie Fäden und dann so ineinander verdreht oder so ist das hier, zum damit Beispiel, das irgendwie ja. dann wahnsinnig stabil wird. Ja. Und bam, kann ich über deinen Abgrund laufen. Klingt nach Lösung. Klingt nach einer Lösung. Okay, klar. Ich muss das Klopapier in so eine Art Fadenform bringen. Und jetzt versuche ich das einfach zu zwirbeln, bis daraus ein einzelner dünner Faden geworden ist. Genauso wie bei dem Seil, wie bei der Slackline. Also immer drehen und zwirbeln. Das wird auf jeden Fall was, ja? Aber ich bin ja Jahre beschäftigt. Das ist ja quasi nur ein dünner Bestandteil von unserer späteren Slackline. Ich habe eine bessere Idee. Zum Glück habe ich ein absolutes Spezialwerkzeug. Immer dabei, mein Akkubohrer. Mit dem kann ich einfach gleich das hier irgendwo einhängen. Und dann zwirbel ich das so fest. Ha! Elias, bitte erlaub mir den hier. Ja, wollen wir nicht so sein. Erlaube ich dir, ja. Jawoll! Mit dem Haken, der vorne dran ist, zwirbelt sich das Klopapier wie mit einem Turbolader. Die einzelnen Bahnen spannen wir dann zwischen zwei Latten. So, alle 8 Bahnen haben wir fertig gedreht. Jetzt nehmen wir jeweils 2 und machen aus denen wieder eine. Dann haben wir 4. Dann nehmen wir wieder jeweils 2, machen wir 2. Und dann zum Schluss tun wir die letzten 2 dann schon dickeren Bahnen zusammen, kriegen eine fette Slackline aus Klopapier und hoffen, dass wir die da oben reinspannen und ich dann drüber laufen können. Man muss jetzt echt voll aufpassen. Eine falsche Bewegung und das Ding könnte reißen und dann fangen wir von vorne an. Und ey, guck mal, das ist immer noch Klopapier, ne? Sieht aus wie richtige Seile. Super krass. Elias, die ersten beiden? Ja. Es werden immer weniger Seile, dafür werden sie immer dicker. Und am Ende haben wir nur noch 2. Und aus denen machen wir jetzt noch ein fettes. Einhängen. Elias, bereit? Ja. Dann machen wir jetzt unsere finale Slackline fertig. Aus Klopapier. So oder noch mehr? Noch ein Stück. Ja. Sowas?
Okay, dann würde ich sagen, halten wir das jetzt auf Spannung und gehen hoch. Alles klar, perfekt, gehen wir hoch. Los! Achtung! Sehr gut. Spannung halten. Ja. So. So. Oh Mann, ey. Elias hängt das eine Ende der Slackline ans Geländer. Das andere verknoten wir gegenüber. So, bei dir hängt's und jetzt? Rüberlaufen. Okay. Ja, was machst du jetzt mit deinem Handy? Schreib meiner Mama, dass ich sie lieb hab. Ja. Ich habe schon so viele blöde Sachen gemacht, aber ich glaube, das hier ist mit Abstand das Gefährlichste, was mir je jemand aufgetragen hat. Vielen Dank, lieber Elias. Gern geschehen. Immer wieder. Eine Slackline aus Klopapier. 5 Meter über der Erde. Achtung, Achtung! Wir stehen kurz vor Beginn des Checksperiments. Ich brauche eure Hilfe. Bitte kommt hier hoch und feuert mich an. Ich hab so Schiss. Hallo, Leute. Eins ist klar. Ohne Sicherung geht hier heute gar nichts. Alter Schwede, ist das hoch. Und wenn es kaputt geht? Ja, wenn es reißt, das ist die große Frage. Wenn es reißt, dann muss ich mich oben festhalten. Ich bin hier gesichert. Und ansonsten stürze ich mit dem Seil in die Tiefe. Wer von euch glaubt denn, dass ich es da irgendwie von der einen Seite rüber ich, auf die andere schaffe? Ich. Okay, dann warum lasse ich mich eigentlich immer wieder auf solche Sachen ein? Puh. Bist du bereit? Na, nicht so richtig, aber ich mach's einfach trotzdem. Darf ich mich an dem Seil festhalten, nur um das Gleichgewicht zu halten? An dem Seil. Ohne Gewicht drauf zu geben. Ich laufe über das Klopapier, aber ich will mich daran sichern so ein bisschen. Ja, okay. Lass ja? ich durchgehen, ja. Dann glaube ich, fangen wir an, oder? Viel Spaß. Ich starte hiermit das Checksperiment. Das schaffst du schon. Leute, ich glaube nicht, was ich hier schon wieder mache. Kann ich seitwärts draufstehen? Kannst du. Elias, dann steige ich jetzt auf unsere Slackline aus Klopapier. In der Hoffnung, dass sie mein Gewicht hält, ja? Sie hält, glaube ich, ja. Es fängt jetzt an. Ja, das schaffst du schon. Feuert ihr mich mal an? Boah! Noch stehe ich. Die hält. Die hält mich echt. Ich stehe gerade auf einer Leine aus Klopapier. Aber da hinten fusselt sie doch schon weg. Ah. Yeah. Geschafft! Oh Gott. Du hast es geschafft. Oh Gott, war das aufregend. Leute, ich bin gerade tatsächlich über ein selbstgebautes Seil aus Klopapier gelaufen. 3,5 Meter lang, 5 Meter ging's nach unten und es hat tatsächlich funktioniert. Wie krass. Meine Slackline hätte aber auch keine Sekunde länger gehalten. Jetzt müssen wir nur noch die Berge von Klopapier im Altpapier entsorgen. Elias, klasse Ding. Vielen Dank. Euch vielen Dank. Oh, und ich muss jetzt nur noch irgendwie hier wegkommen. Ja. Ihr macht's gut, bis zum nächsten Mal.